Ein Tag im Jahr 2018 begann auf Hawaii mit einer beunruhigenden Nachricht, die die ganze Insel erschütterte. Glücklicherweise stellte sich dieser Alarm als falsch heraus. Er entstand aufgrund eines Fehlers des Rettungsdienstes. Doch 4 Jahre später könnte sich diese Situation aufgrund einer realen Bedrohung wiederholen. SIPRI, das Internationale Stockholmer Friedensforschungsinstitut, erklärt, dass das Risiko eines Atomwaffeneinsatzes heute das höchste seit dem Kalten Krieg ist. Das ist für Menschen auf der ganzen Welt beunruhigend. Die Angst, nicht zu verstehen, wie sich die Dinge im Falle eines Atomkriegs entwickeln können, ist am schlimmsten. Welche Gebiete werden betroffen sein? Wird das Militär in der Lage sein, das Land zu schützen? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, nach einem Atomangriff zu überleben? Was wird mit dem Planeten und der Menschheit passieren, wenn es zu einem nuklearen Winter kommt? Welche Länder gehören zum sogenannten nuklearen Club? Das heißt, sie besitzen Atomsprengköpfe. Zu dieser Gruppe gehören die USA, Russland, Großbritannien, Frankreich, China, Indien, Pakistan und Nordkorea. Es wird vermutet, dass auch Israel über Atomwaffen verfügt. Laut SIPRI haben 9 Länder der Erde mehr als 13.000 Atomsprengköpfe in ihrem Arsenal. Von allen existierenden Atommächten besitzen nur die Vereinigten Staaten und Russland die nukleare Triade. Deshalb werden wir eine mögliche Konfrontation zwischen diesen Ländern simulieren. Die US-Atomtrias besteht aus einer Land-, See- und Luftkomponente. Die Landkomponente sind LGM-30 Minuteman III Interkontinentalraketen, deren Zerstörungskraft 40 mal größer ist als die Explosion in Hiroshima. Die Raketen befinden sich in unterirdischen Silos, die einer nahen nuklearen Explosion standhalten können und sind über mehrere Staaten im Mittleren Westen verteilt, was diese Art der Aufstellung wenig anfällig macht. Einer der Vorteile eines solchen Stützpunktes ist außerdem die Möglichkeit, die Raketen innerhalb von 5 Minuten zu starten. Außerdem können diese Raketen im Falle einer Zerstörung der Startkontrollzentren von der Luftkommandozentrale aus gestartet werden. Die zweite Art von Trägern sind luftgestützte Raketen mit Nuklearsprengköpfen und Atombomben auf strategischen Bombern vom Typ Boeing B-52H Stratofortress und B-2 Spirit. Der Hauptvorteil dieser Art von Trägern ist, dass die Bomber bei Bedarf zurückgezogen werden können, bevor die Raketen gestartet werden. Außerdem ist es schwierig, bereits abgeschossene Raketen auf dem gegnerischen Radar zu entdecken. Das macht es für die gegnerischen Raketenabwehrkräfte schwierig, sie zu eliminieren. Und mehr als 70% aller US-Atomsprengköpfe befinden sich auf Atom-U-Booten der Ohio-Klasse. Ihr Hauptvorteil ist die hohe Manövrierfähigkeit und die Schwierigkeit, vom Feind entdeckt zu werden. Jedes U-Boot hat bis zu 24 ballistische Interkontinentalraketen vom Typ Trident an Bord. U-Boot-gestützte Raketen gelten als die gefährlichsten Waffen in einem hypothetischen Atomkrieg. Was wird also passieren, wenn sich eines der Länder dennoch für den Einsatz von Atomwaffen entscheidet? Im Falle einer realen Bedrohung durch einen nuklearen Angriff werden die Vereinigten Staaten nach einem einzigen Einsatzplan handeln. Die Hauptaufgabe der strategischen Verteidigung besteht darin, die Sicherheit des Präsidenten und den Schlüssel zur Verteidigung der Vereinigten Staaten zu gewährleisten. Wenn sich der Präsident der Vereinigten Staaten außerhalb von stationären Gefechtsständen wie dem Weißen Haus Situation Room oder dem Presidential Emergency Operations Center befindet, kommuniziert er mit dem Pentagon über nukleare Portfoliogeräte. Nachdem das Pentagon bestätigt hat, dass er der Präsident ist, der Befehle erteilt, können seine Handlungen nicht mehr zurückgewiesen werden. Aber wer gibt die Befehle, wenn sich der Präsident während des ersten Angriffs im Epizentrum der Explosion befindet und stirbt? Für diesen Fall ist die Reihenfolge der Amtsnachfolge in der Verfassung festgelegt. Wenn der Präsident handlungsunfähig ist, sollte sein Platz vom Vizepräsidenten eingenommen werden. Der nächste auf der Liste ist der Sprecher des Repräsentantenhauses, der Präsident des Senats, der Staatssekretär und dann folgen die Minister in einer bestimmten Reihenfolge. Kommen wir also zurück zu den möglichen Angriffen. Das Ziel Russlands kann sowohl das Territorium der Vereinigten Staaten als auch eines der europäischen Länder der NATO sein. Sobald Infrarotaufklärungssatelliten die Kontrollfeuerfahne eines Interkontinentalraketenstarts von einer Raketenbasis in Südrussland entdecken,
wird diese Information an den US-Präsidenten gemeldet. Das US Royal Air Force Strike Command arbeitet nach den Anweisungen des nuklearen Alarms. Eine Prioritätsmeldung wird sofort an die in Alarmbereitschaft gesetzten Luftlandetruppen und Bodentruppen gesendet. Die in verschiedenen Teilen der Welt stationierten Flugzeugbesatzungen arbeiten nach einem einzigen Einsatzplan mit Zielen und Routen für jeden Bomber. Innerhalb weniger Minuten sind die kampfbereiten Besatzungen auf dem Weg zu ihrem Drehpunkt. Gleichzeitig werden die Raketen tief in den Minen des Mittleren Westens in höchste Alarmbereitschaft versetzt. U-Boote mit ballistischen Raketen an Bord nehmen Kurs auf die Küste Russlands, während Kampf-U-Boote auf die Suche nach russischen U-Boot-Raketenträgern geschickt werden, um sie sofort zu zerstören. Eine russische Atomrakete erreicht ihr Ziel in Westeuropa. Der Präsident gibt den Befehl für einen Vergeltungsschlag. Gleichzeitig startet Großbritannien nukleare Vergeltungsschläge auf russische Großstädte und Moskau gibt den endgültigen Befehl für einen umfassenden Atomangriff. Sobald die russischen ICBMs in die Atmosphäre aufsteigen, tritt sofort eine Welle amerikanischer Raketenabwehrsysteme in Aktion. In der Phase des Raketenstarts werden sie versuchen, die Rakete mit bordeigenen Lasersystemen auszuschalten. Dann kommen bodengestützte Abfangjäger zum Einsatz. Nach vorläufigen Schätzungen wird das Raketenabwehrsystem in der Lage sein, etwa 56% der ballistischen Raketen zu eliminieren. Und dennoch wird die Hälfte der tödlichen Waffen ihr Ziel erreichen können. Gleichzeitig mit dem Start des Raketenabwehrsystems in den Vereinigten Staaten wird der Befehl für eine groß angelegte Reaktion gegeben. Das Militär im Mittleren Westen feuert Raketen aus unterirdischen Minen ab. Amerikanische Bomber fliegen zu den Abschusspunkten der Atomraketen. U-Boote steigen an die Oberfläche. Russische Raketenabwehrsysteme werden eingesetzt, um Raketen abzufangen, aber die meisten von ihnen erreichen ihr Ziel. Zu diesem Zeitpunkt wird der Präsident oder derjenige, der sein Nachfolger wird, zusammen mit der obersten militärischen Führung mit einem Sonderflugzeug in ein nicht verseuchtes Gebiet gebracht, von wo aus er das Land weiterführen wird. Eine solche Prognose ist eine mögliche Entwicklung der Ereignisse. Dennoch müssen wir uns darüber im Klaren sein, dass, egal wie sich der Atomkrieg entwickelt, die Verluste kolossal sein werden. Es ist sehr wahrscheinlich, dass viele große Städte zerstört werden, ebenso wie die Menschen, die im Epizentrum der Explosion gefangen sind. Und diejenigen, die überleben, werden mehr oder weniger stark von der Strahlenkrankheit betroffen sein. Auch Länder, die nicht von einem Atomangriff betroffen sind, werden in einer Welt mit großen humanitären Problemen leben müssen. Nach neuen Untersuchungen von Wissenschaftlern der Universität von Louisiana wird ein Atomkrieg zwischen Russland und der NATO den gesamten Planeten in Mitleidenschaft ziehen. Den Wissenschaftlern zufolge werden sich die Feuerstürme, die bei einem Atomschlag entstehen, in Rauch verwandeln. Dieser wird den größten Teil des Sonnenlichts blockieren und zu weltweiten Ernteausfällen führen, was wiederum zu weltweitem Hunger führen wird. Außerdem zeigen Modellrechnungen, dass es im ersten Monat nach einer Atomexplosion auf der Erde sofort kälter wird. Die Durchschnittstemperatur des Planeten wird um 10 Grad Celsius fallen, in manchen Regionen sogar um 30 Grad. Das ist ein stärkerer Rückgang, als während der letzten Eiszeit beobachtet wurde. Die Forschung hat gezeigt, dass nach Atomschlägen auch die Temperatur in den Ozeanen schnell sinken wird. Und sie wird für lange Zeit nicht wieder das Vorkriegsniveau erreichen. Die Meereisfläche wird um Milliarden Quadratkilometer zunehmen. In der nördlichen Hemisphäre werden viele große Seehäfen sofort blockiert sein. Und darüber hinaus wird sich das Meereis verschieben und nicht nur Häfen blockieren, sondern auch die Schifffahrt in der nördlichen Hemisphäre zum Erliegen bringen. Dies wird zu einer Einstellung des Handels und zu Problemen bei der Lieferung von Lebensmitteln in einigen Regionen führen. Niedrigere Temperaturen und weniger Sonnenlicht werden alle Algen zerstören, die das Rückgrat der Nahrungskette in diesem Ökosystem sind. Das gilt insbesondere für den Nordatlantik und den Pazifik. In den Ozeanen, aber auch an Land, wird es zu Hungersnöten kommen. Die Forschung zeigt, dass es nach dem Modell Russland gegen die NATO Jahrzehnte dauern wird, bis sich das Land erholt hat. Und Hunderte von Jahren für die Ozeane. Das ist ein beängstigendes Szenario. Und die erste Frage, die sich bei solchen Prognosen stellt, ist: Wie konnte die Menschheit mit ihrem Entwicklungsstand in Wissenschaft, Philosophie und Humanismus an die Schwelle zum Ende der Zivilisation kommen? Wir müssen sofort die Atomwaffen in allen Ländern abschaffen.
Das Auftauchen dieser Art von Waffen im 20. Jahrhundert ermöglichte es jedoch, die Zahl der weltweiten Konflikte, die jahrelang andauerten, erheblich zu reduzieren und ein langanhaltendes Kräftegleichgewicht zwischen den größten Ländern zu schaffen. Jetzt ist die Situation in der Welt auf ein hohes Spannungsniveau zwischen den Atommächten gebracht worden. Aktivistinnen und Aktivisten auf der ganzen Welt üben Druck auf ihre Regierungen aus und versuchen, Verpflichtungen zum Nichtgebrauch von Atomwaffen oder zur vollständigen nuklearen Abrüstung zu erreichen. Sie handeln in der Hoffnung, dass die nuklearen Spannungen gelöst werden. Andernfalls wird die Menschheit auf ewig eine Geisel dieser Situation bleiben.